4 Jahre lang führte die Universitätsklinik Erlangen eine Studie zu einem Therapiemodell für Kaufsüchtige durch. Monika M. nahm mit 60 weiteren Probanden daran teil. Ergebnis? Die neue Gruppentherapie kann jedem zweiten Kaufsüchtigen helfen. An sich sollte Kaufsucht unbedingt als Krankheit anerkannt werden und sollte vor allem behandelt werden. Und es sollte vor allem rechtzeitig behandelt werden, weil die meisten leider viel zu spät zur Therapie kommen, wenn sie bereits Schuldenberge angehäuft haben, ja, und sich damit noch ein zweites Problem erzeugt haben. In 3 Stufen wird beim neuen Therapiemodell das pathologische Kaufen aufgearbeitet. Wir haben uns ja in der letzten Stunde mit möglichen Folgen von pathologischem Kaufen beschäftigt. Jetzt schauen Sie doch nochmal alle über die Punkte, die wir da schon gefunden haben, ob wir noch was vergessen haben. Also mir fällt noch ein, dass es dann wieder Stress mit meinem Mann gibt, weil er das auch für eine unnötige Geldausgabe hält. Und ja, dass man wieder Geld ausgegeben hat für was Sinnloses. Ja. Mhm. Also aber auch so die gedankliche Auseinandersetzung, was sagt mein Partner, wie reagiert er? Ja, richtig. Der? Also der erste Schritt ist, dass man ein Kaufprotokoll ausfüllt und genau unterscheiden lernt, und das, glauben Sie mir, ist gar nicht so einfach für die Betroffenen, was angemessenes und was nicht angemessenes Kaufen ist. Und wie immer würde ich ganz gerne mit den Kaufprotokollen anfangen. Wer möchte denn loslegen? Also die ganz normalen Lebensmitteleinkäufe hatte ich gehabt, was vielleicht etwas nicht so gesund war, ist die Kinderbekleidung für 115,64 Euro. Das würde ich als pathologischen Kauf für mich einstufen. Der zweite Schritt ist, dass man Auslösersituationen kennenlernt. Da helfen natürlich die Kaufprotokolle, wann denn dieses pathologische Kaufen auftritt. In welchen Situationen tritt es häufiger auf, in welchen Situationen seltener. Welche Gedanken und welche Gefühle haben denn den Einkauf begleitet? Ja, erst gute Gedanken. Ich tue den Kindern ja was Gutes, auch ein gutes Gefühl dabei. Und nach einer Weile war wieder das schlechte Gewissen da, es ist eine unnötige Geldausgabe. Der wichtige letzte Schritt ist die Rückfallverhinderung, weil natürlich die Betroffenen auch am Schluss der Therapie immer noch von so Impulsen berichten, einkaufen zu wollen, vor allem in schwierigen Situationen, und es natürlich dazu kommen kann, dass es wieder zu Rückfällen kommt. Welche Ursache Patricks Kaufsucht hat, weiß er nicht. Und er kümmert sich auch nicht darum. Schließlich hat er noch Kredit bei seiner Bank. Doch die Tatsache, dass der Schuldenberg monatlich beträchtlich wächst, bringt ihn immerhin ab und zu ins Grübeln. Unmittelbar nach dem Einkauf eigentlich nicht. Das kommt halt eher etwas später, so vielleicht das schlechte Gewissen, wenn es kommt. Also wenn ich dann eben schon auf meine Bankauszüge schaue oder so. Doch sein schlechtes Gewissen ist schwächer als der Zwang zu kaufen. Besonders leicht verliert Patrick sein Geld im Internet. Wenn die Geschäfte zu haben, shoppt er virtuell und ohne Ladenschluss weiter. Meine Ex-Freundin und sowohl meine Eltern als auch meine Geschwister, die kritisieren das absolut. Und die sagen, ich muss das ändern, ich sollte weniger ausgeben, natürlich mehr verdienen und soll mich da zurückhalten. Aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Also für mich ist das ein ganz wesentlicher Lebensinhalt, dass ich die Möglichkeit habe und vielleicht ja noch habe, einfach einzukaufen. Seinen persönlichen Tiefpunkt hat Patrick noch nicht erreicht. 30.000 Euro Schulden halten ihn nicht davon ab, einen sportlichen Zweitwagen zu erwerben. Von brauchen kann hier natürlich nicht die Rede sein. Schließlich bringt ihn auch sein Passat zuverlässig von A nach B. Der ist halt einfach super geil. Das ist halt einfach ein geiler Stadtflitzer. Ich meine, die Farbe hier innen lackiert, das Ding ist der Hammer. Das ist ein super agiles Auto, der fährt sich einfach wie ein Go-Kart. Und meine Schlurre irgendwie, mein Diesel ist halt irgendwie eine Langstreckenkarre. Und mit dem Ding, mit dem Karo oben drauf, das ist einfach richtig geil. Wie viel kostet das Auto? Den hat er jetzt, und was echt günstig ist, weil der hat eine Sonderlackierung, die echt super individuell ist. Und der hat ihn jetzt für 14,9 hat er mir gegeben und ich habe jetzt 4.000 angezahlt. Den Rest, ja, muss ich irgendwie nächste Woche halt zusammenkratzen oder so. Irgendwas, ja, haut schon hin. Aber nächste Woche möchte ich ihn abholen. Viele Bekannte hat er nicht mehr, von denen er sich Geld leihen könnte. Die besten Freunde sind die Verkäufer. Doch die sind bekanntlich nur dann nett, wenn der Deal nicht platzt.
Ich meine, das Geld, das kriegt man irgendwie zusammen. Das funktioniert sonst auch irgendwie. Und sonst leihe ich mir irgendwo noch ein bisschen was kurzzeitig oder so. Das haut schon hin. Und der Wagen, ich meine, den kann ich selbst, wenn es beschissen läuft und ich den irgendwann verkaufen muss, kann ich ihn immer noch super verkaufen, weil das einfach weil der eine wahnsinnig geile Ausstattung hat und alle so ein Auto wollen. Also, ja. Wenn Zwänge das Leben bestimmen, ist der Wille nicht mehr frei. Gegen unkontrollierte Impulse ist der Verstand machtlos. Auch Angst ist ein Impuls. Er soll uns eigentlich schützen. Doch rund 7 Millionen Deutsche leiden unter einer Angststörung. Am häufigsten sind spezifische Ängste, wie die vor engen Räumen, vor großer Höhe, vor Spinnen oder Dunkelheit. Verursacht werden solche Störungen durch angsteinflößende Erlebnisse, etwa wenn man in einem Aufzug stecken bleibt. Um die Störung zu heilen, setzt man auf Verhaltenstherapien. Jörg Wolf leidet seit über 10 Jahren an Panikattacken. Menschenmassen machen dem 38-jährigen Papiermacher Angst. Rasender Puls, Schweißausbrüche und Schwindel sind die Folge. Um nicht völlig zu vereinsamen, wagt er sich trotzdem ab und zu aus dem gewohnten Umfeld heraus. Ein Pulsmesser soll ihm Sicherheit geben. Damit kann er seine Körpersignale besser einschätzen und so rechtzeitig Situationen meiden, die zu einer Panikattacke führen. Bereits die Fahrt mit der S-Bahn in die Stadt ist so eine Situation. Das ist wie eine Spirale nach unten. Die Angst wird, je mehr man sich zurückzieht, immer größer. Und das Schlimme daran ist, dass man stellenweise nichts dagegen tun kann, weil man sich zurückzieht. Wir bereiten natürlich jede Fahrt mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln Angst, weil ich schon nicht weiß, wann kommen diese Panikattacke. Wie voll wird diese S-Bahn oder U-Bahn? Drum ist es halt für mich so schwierig, weil ich das im Vorfeld nicht beeinflussen kann, diese Panikattacke. Der Ausflug beginnt. Bereits an der Haustür zeigt Jörg Wolf erste Stresssymptome. Sein Puls steigt an. Oh, 108. Bin momentan ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht unbedingt weiß, was jetzt auf mich zukommt. Aber irgendwie passt es dann schon. Also von der Aufregung her ist es schon momentan heftigst. Erste Station, der Mainzer Hauptbahnhof. Jörg Wolf ist schon am Eingang verunsichert. Auf Bahnhöfen fühlt er sich generell unwohl, wie an allen Plätzen, die belebt sind. Seine Strategie, nur da gehen, wo ihm die wenigsten Menschen begegnen könnten. Deshalb benutzt er auch lieber nicht die Rolltreppe. Was für andere eine selbstverständliche Alltagssituation ist, kostet Jörg Wolf Überwindung. Das Einsteigen in die gut gefüllte S-Bahn zum Beispiel. Die anschließende Fahrt bedeutet für ihn dann eine hohe körperliche Belastung. Beim Durchqueren eines Tunnels ist die Anspannung extrem. Ich merke es jetzt auch am Puls, der ist jetzt momentan auch ein bisschen höher gegangen. Und da kommt also auch bei mir schon ein bisschen Unwohlgefühl auf. Wovon Sie jetzt Angst? Ja, dass jetzt zum Beispiel die S-Bahn stehen bleiben könnte, dass es nicht weitergeht, dass es halt nicht weitergeht. Von der Dunkelheit an sich auch mit Angst, dass die S-Bahn jetzt hier stehen bleibt. Das macht mir momentan jetzt Sorgen. Trotz jahrelanger Behandlung leidet der 38-Jährige nach wie vor an Panikattacken. Seine Odyssee begann vor 10 Jahren auf dieser S-Bahn-Strecke. Ich bin also in Mainz eingestiegen. Die S-Bahn war gefüllt, so wie jetzt. Und circa 2 Stationen weiter hat sich die S-Bahn schlagartig gefüllt. Das hat also bei mir Schweißausbrüche ausgelöst, der Puls ist in die Höhe gegangen. Ich hatte Panikattacke bekommen und musste eine Station später fluchtartig die Bahn verlassen. Für Jörg Wolf sind seine Angstzustände eine Belastung. Dabei ist Angst eigentlich ein gesunder und notwendiger Mechanismus. In möglicherweise bedrohlichen Situationen regt ein Verbund von Nervenzellen im Gehirn, die sogenannte Amygdala, über Nervenbahnen die Hypophyse an. Diese aktiviert die Nebennierenrinde, wo das Stresshormon Cortisol freigesetzt wird. Der gesamte Organismus ist nun in Alarmbereitschaft. Das Herz schlägt schneller, Blutdruck und Atemfrequenz steigen. In großen Muskelgruppen weiten sich die Blutgefäße. Der Körper bereitet sich so auf Kampf oder Flucht vor. Stellt sich eine Situation doch als harmlos heraus, beruhigt er sich wieder.
Mit unseren Sinnen, zum Beispiel dem Auge, nehmen wir eine Bedrohung wahr. Der Reiz wird an das Gehirn weitergeleitet. Hier werden dann mit Wissen und Erfahrung die Weichen gestellt, wie der Mensch auf die Situation reagieren soll. Dass Gefühle, Impulse und Erregung und die damit verbundene Angst oder Furcht vor bestimmten Dingen konkurriert mit sozusagen einer vernunftbasierten Beschwichtigung. So, das ist doch gar nicht so schlimm. Und hier bei diesem Stein zum Beispiel wissen wir zwar, hier sind starke Stahlseile, die halten diesen Stein. Wir vertrauen im Grunde genommen bewusst mit unserer Vernunftbegabung dieser Situation. Aber wenn wir dann unter diesem Stein drunter liegen, dann kann es sein, dass die Verknüpfung der Gefährdung, ein Stein kommt auf mich zu oder fällt auf mich zu, das kann dann überwiegen, weil diese Verknüpfung stärker ist als mein bewusstes Beschwichtigen. Beate Bergmann aus Hamburg gehört zu 10% der Deutschen, die unter einer Spinnenangst leiden. Wie die meisten der Betroffenen versucht auch die 38-Jährige, den eigentlich harmlosen Tierchen aus dem Weg zu gehen. Doch das ist schier unmöglich. Denn gerade auf dem Trockenboden fühlen sich die achtbeinigen Mitbewohner heimisch. Ja, für mich ist es halt gruselig, einfach wenn ich die Wäsche abnehme und dann kommt plötzlich irgendwo die Spinne raus sozusagen. Dieses, wenn man sie halt vorher nicht sieht, sondern sie hockt halt irgendwo in dieser Wäsche drin. Ich kriege Gänsehaut und dann kriege ich Schweißausbrüche und würde erstmal weggehen. Eine natürliche Scheu vor Spinnen ist den Menschen angeboren. Doch traumatische Erlebnisse können aus Ekel Angst werden lassen. Ich hatte meine Spinne im Bademantel. Ich hockte im Bademantel drin und ich kam halt nach dem Duschen raus und wollte den Bademantel anziehen. Und das war auch so eine richtig dicke, fette Spinne, so eine schwarze, richtig große Spinne. Und zog dann den Bademantel an und dann hing die halt innen in diesem Bademantel drin. Und dann habe ich die halt so runtergeschlagen und das dieses Gefühl einfach von dieser Spinne auf der Haut und ja, dieses Erschrecken einfach, wenn man so schön geduscht, frisch geduscht aus der Dusche kommt und dann kommt da so eine dicke Spinne, das also war schon ganz schrecklich. Da sie den Spinnen nicht aus dem Weg gehen kann und als Mutter schließlich auch Vorbild sein will, hat sich die Physiotherapeutin entschlossen, eine Therapie gegen ihre Angst zu machen. Denn auch sie spürt, je mehr sie versucht, die Angst zu vermeiden, umso bedrohlicher wird ihre Furcht. Mein Albtraum ist wirklich hier im Auto, dass mir eine Spinne irgendwie am Bein hochläuft und dann irgendwie man im Auto sitzt und sich nicht wirklich wehren kann sozusagen, dass man dann irgendwie die Spinne wegschlägt und vielleicht dabei in Graben fährt oder also, dass man da irgendwie reagiert und dabei einen Unfall baut sozusagen. Und dieser Ekel davor, dass da unten irgendwas krabbeln könnte, das ist echt, ja, finde ich schon beängstigend. Holger Kirk von der Filmtierzentrale in Hamburg kennt sich aus mit großen und kleinen Krabbeltieren. Im Schnellkurs trainiert der Biologe auch Härtefällen, die Spinnenangst ab. Grundsätzlich ist es so, dass bei unseren Seminaren bei den Probanden die Angst ausgelöst wird zunächst. Nicht so stark wie im Alltag, sondern das Ganze wird ja quasi therapeutisch begleitet. Also wir sind dabei, die Situation ist kontrolliert. Und wir können die Spinne auch jederzeit wieder wegnehmen. Aber der Angstpegel steigt, die Menschen schwitzen also oder weinen oder je nachdem, wie sich die Angst halt äußert. Die Leute wollen aber durch das Seminar hindurch, wollen auch die Angst verlernen und deshalb bleiben die Probandinnen dran. Und dann fällt der Adrenalinpegel irgendwann, natürlicherweise. Man kann nicht ewig auf einem hohen Angstpeak bleiben. Und die Spinne ist aber immer noch da. Und die Angst wird durchlebt und danach tritt eine Erleichterung ein. Die Angst mit der Angst bekämpfen? Für Experten ein bewährtes Mittel, für Patienten gewöhnungsbedürftig. Ja, es ist schon, dass ich so Gänsehaut kriege, wenn ich jetzt dran denke, ich muss jetzt irgendwie dann eine Spinne irgendwie, ich begegne so einer dicken, fetten Kellerspinne. Also das ist schon ekelig. Also ich kann mir das auch noch nicht so gut vorstellen, aber ich will es auch schaffen. Rund 50 Betroffenen trainiert Holger Kirk pro Jahr ihre Angst ab. Gradmesser zwischen normaler Furcht und einer Phobie ist, wie sehr die Spinnenangst den Alltag einschränkt. Manche Leute haben eben Angst, in den eigenen Keller zu gehen, in den eigenen Schuppen zu gehen. Oder müssen die Nachbarn aus dem Bett klingeln, wenn bei ihnen eine Spinne auftaucht. Oder können nicht mehr getrost in den Urlaub fahren, nicht mehr in den Campingurlaub, der Campingwagen steht ungenutzt rum und ähnliches. Und dann nervt die Spinnenangst schlichtweg, ist lebenseinschränkend, nimmt einfach Lebensqualität. Zuerst muss sich Beate mal an den Anblick einer Spinne gewöhnen.
Dann habe ich hier noch diese Tiere. Die sind als Modelle schon so ein kleines bisschen realistischer. Mhm. Nicht? Oh. Vor allem die schnellen, hektischen Bewegungen der Spinnen lösen bei ihr Angst aus. Diese Übung ist jetzt ganz gut, damit man sich schon mal an so eine rasche Bewegung von so einer Spinne, oder dass vielleicht mal eine Spinne da so im Augenwinkel vom Tisch fällt und man sie aufnehmen muss. Nach einer halben Stunde sind die Plastikspinnen nur mehr Spielzeug. Nun kommt Poldi auf den Tisch. Die 12-jährige Vogelspinne ist Menschenhände gewohnt. Angstschweiß macht ihr nichts aus. Würde Polly mal so einen Luftimpuls geben. Beate soll nun lernen, die Spinne als puscheliges Tier zu fühlen. Wie fühlt sich das jetzt an? Ja, so ein bisschen gruselig, aber geht noch. Also ja. Ist dann, glaube ich, eher die Angst, dass sie jetzt wirklich irgendwie losrennt, ne, oder irgendwas macht, dass man eben dann nicht mehr so. Die Neugier siegt über die Angst. Weitere 10 Minuten und Poldi ist für Beate ein willkommener Handschmeichler. Aber du merkst, auch so eine Spinne ist durchaus berechenbar. Solange, auch wenn sie. Solange du daneben sitzt. Ach ja, so an den Beinen, so ein bisschen berühren. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil die sich langsam bewegt. Die Angst vor großen Spinnen hat Beate nun in den Griff bekommen. Zeit für ihre eigentlichen Angstgegner. Die gewöhnliche Hausspinne. Und das ist so eine. Kann natürlich relativ schnell sein. Erste Übung, den Gegner fangen. Das Glas darüber, aber könntest du denn jetzt das Glas so abheben? Ich kann das abheben, aber ich. Am meisten Angst macht Beate der Gedanke, die Spinne könnte plötzlich auf sie draufkrabbeln. Aber perfekt. Oh Gott. Ja, aber das ist schon ganz gut. Du hast das Glas abgerufen und die Spinne hat eine kleine Bewegung gemacht. Und das merkst du natürlich sofort, nicht? Ja. Doch dann tut die Spinne, was sie am besten kann. Schnell wegkrabbeln. Oh, Holger! Hm? Oh, Mann. Dort so unter den Rand läuft. Jetzt. Genau. Sieht keiner die Spinne und die Spinne ist versteckt, darunter. Versteckt, genau. Genau. Oh Gott. Nun gilt es, die Angst zu überwinden und die Spinne einzufangen. Wie möchtest du? Soll ich will das mal. Jetzt setzt sie sich in Bewegung. Also wenn sie nicht wirklich verschwinden soll, müsstest du jetzt versuchen. Boah, siehst du, jetzt ist sie weg. Jetzt ist. Ja, ich glaube, da ist sie. Oh. Jetzt. In welche Richtung wird die Spinne im nächsten Moment laufen? Das ist der Kopf, oder? Das ist der Kopf, da würde sie in die Richtung laufen. Das war ja perfekt. Geistesgegenwärtig und schnell. Genau. Und kommt da noch so ein bisschen Adrenalin? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall? Wirklich? Auf jeden Fall, ja, total. Nächste Übung. Die Spinne dirigieren lernen. Ja, perfekt, ne? Nach 20 Minuten hat die kleine Spinne ihren großen Schrecken verloren. Aber ich bin ruhiger jetzt. Also man kann es eher einschätzen und es ist nicht mehr dieses hektische, also dass ich jetzt so diese Panik kriege davor, dass jetzt irgendwie gleich losläuft oder irgendwie springt oder keine Ahnung. Beates Gehirn ist nun um einige Erfahrungen reicher. Aus der Nähe betrachtet sind Spinnen faszinierende Tiere und vor allem ganz harmlos. Ich denke, Beate hat jetzt eine gewisse Angst durchlebt beim Auftauchen der Kellerspinne in diesem Fall. Und der Angstpegel, der Adrenalin-Peak ist aber überstanden, denke ich. Nicht? Adrenalin besser, geht langsam runter und die Spinne ist halt immer noch da. Und ich hoffe denn halt, dass du
quasi dadurch so lernen kann oder dass sein Gehirn lernen kann, da ist eine Spinne und ich muss nicht in Panik geraten. Ja, ja, dieser große Schreck oder dieser große Ekel ist jetzt erstmal weg. Das ist ja viel besser jetzt. Nur noch das Beweisfoto als Memo fürs Gehirn. Kühlschrank hängen und dann kann sie sich daran erinnern, dass sie schon mal so eine Spinne auf der Hand hatte. Ja, in die Küche, an den Kühlschrank oder an die Pinnwand. Dass ich mich täglich daran erinnern, dass ich... Kannst du den ein bisschen dichter... Nein. Nein? Das geht nicht. Auch Jörg Wolf versucht, seine Angst auszuhalten. Ständig überprüft er seinen Puls, um zu überwachen, ob er die Situation noch im Griff hat. Seit seiner ersten Panikattacke in einer S-Bahn sitzt er nur noch in der Nähe von Ausgängen. Um schnell das Weite suchen zu können, sollten an Haltestellen viele Menschen am Bahnsteig stehen. Als am Flughafen Frankfurt viele Pendler zusteigen, ist der kritische Wert fast erreicht. Der Puls steigt weiter. Ja, momentan ist es jetzt ein bisschen voller hier geworden. Und ich spüre schon, wie ich ein beklemmendes Gefühl bekomme. Das ist schon momentan an der Grenze. Viel voller dürfte es nicht werden. An der nächsten Haltestelle ist für Jörg Wolf Endstation. Während alle anderen am Ausgang drängeln, lässt er sich bewusst Zeit, hält möglichst Abstand zu seinen Mitmenschen. Zum Glück war heute nicht so viel los, zumindest hier unten am Bahnsteig. Ganz anders sieht es aber oben in der Fußgängerzone aus. Samstag in der Großstadt. Einkaufsrummel. Für Jörg Wolf ist es unmöglich, Abstand zu wahren. Am liebsten würde er Situationen wie hier an einer Ampelkreuzung gleich ganz vermeiden. Auch wenn es eigentlich ungefährlich ist, sein Gehirn verarbeitet den Gang durch die Stadt als beängstigend und sendet entsprechende Signale an den Körper. Ein Spießrutenlauf. Momentan hier in dieser Einkaufspassage ist es für mich sehr beklemmend. Ich merke gerade, dass mir die große Menschenmenge hier sehr zu schaffen macht. Ich werde innerlich unruhig, Angstgefühle kommen auf. Es könnte, als könnte mich was erdrücken. Und diese Situation macht mir sehr zu schaffen. Ich merke auch jetzt, dass Sprechen mir schwerfällt. Es ist halt auch für meine Wenigkeit mit Angst- und Panikattacken sehr schwer zu erklären. Die Unruhe und die Angst kommt von innen. Wenn keine Therapien mehr helfen, ist die Uniklinik Köln die letzte Rettung. Professor Volker Sturm ist Spezialist auf dem Gebiet der Tiefenhirnstimulation. Und damit konnte er auch Gabriele Übersohn helfen. Die 51-Jährige war vor 8 Jahren weltweit die erste Angstpatientin, die mit seiner Methode geheilt wurde. Mit Stromstößen aus einem Hirnschrittmacher wird ihr Angstzentrum kontrolliert. Man konnte damals natürlich überhaupt nicht sicher sein, dass das hilft. Das war schon ein Experiment, aber mit sehr gutem Grund, weil Frau Übersohn schwerst krank war, weil ihr mit nichts mehr geholfen wird, konnte sie mehrere Selbstmordversuche, Gott sei Dank erfolglos, hinter sich gebracht hatte und in einem bedauernswerten Zustand war. Also ich habe im Endstadium nur noch im Bett liegen können, mit Krämpfen, so verkrampft, die Beine verkrampft, die Arme verkrampft. Also es war nicht mehr schön. Damals wie heute geht der Operation eine aufwendige Vorbereitung voraus. Der Kopf des Patienten wird durch einen sogenannten stereotaktischen Ring fixiert. CT und MRT-Aufnahmen vom Gehirn liefern die Basis für die Operationsplanung. Anhand der Bilder werden am Computer millimetergenaue Berechnungen für den möglichen Eintrittswinkel der Sonde ins Gehirn durchgeführt. Schließlich soll später eine Elektrode exakt an die Stelle gebracht werden, wo das Angstzentrum liegt. Ein sensibles Unterfangen, das mit Hilfe eines Physikers geplant wird. Ja, also ist sie perfekt. Ein falscher Weg ins Gehirn könnte viel Schaden anrichten. Und jetzt kommen wir in den eigentlichen Kern rein. Und zwar genau in das Kompartiment dieses Kerns, das nun entscheidend ist, nicht für Angst- und Zwangssymptomatik. Hier kommen wir genau rein, liegen wir goldrichtig. Und hier endet die Elektrode, hier endet der unterste Pol, hier ist er weg. Wir dürfen auch nicht tiefer gehen, denn hier ist schon wieder ein dickes Gefäß. Nicht, das ist eine Arterie, die wir nicht
berühren dürfen. Nicht? Denn eine ganz wichtige basale Hirnarterie, die vordere Hirnarterie ist das. Aber wir sind da weit genug weg. Und das ist ein sehr guter Zugang. Wir planen die Operation am Computer, simulieren sie und brauchen sie ja nur noch mechanisch umzusetzen, wenn nun der Computerplan fertig ist und befriedigend ist. Im Operationssaal werden dann die vorher berechneten Werte am stereotaktischen Kopfring eingegeben. Der Operateur bohrt anschließend zwei kleine Löcher in den Kopf, durch die später die Elektroden eingeführt werden. Bei Parkinson ist der Patient, wie in diesem Fall, während der gesamten Operation bei Bewusstsein. Nur bei schweren Angstzuständen wird unter Vollnarkose gearbeitet. Ja, ich führe jetzt die Elektrode ein. Ich habe jetzt den Kanal hier vorgebahnt und die Testelektrode entfernt und führe nun die definitive Elektrode ein. Da werden Sie aber gar nichts von merken. Nach dem Einsetzen wird die Lage per Röntgenbild überprüft. In dem Fall passt es auf den Millimeter genau, so wie es sein soll. Gabriele Übersohn war 31, als sie ihre erste Panikattacke bekam. Es folgten 12 quälende Jahre, geprägt von ständigen Suizidversuchen. Sie galt als unheilbar, bis Professor Sturm ihr dank eines Hirnschrittmachers helfen konnte. Diese beiden Elektroden, die von hier jeweils über ein kleines Bohrloch im Schädelknochen eingeführt wurden, basierend auf computertomografischen und kernspintomografischen Bildern in den Nucleus accumbens, ein wichtiges Stellglied, ein Kerngebiet in der Tiefe des Gehirns, das nun für die emotionale Verarbeitung von eminenter Bedeutung ist und dessen Funktion bei Frau Übersohn nicht mehr korrekt war. Das ist der Schrittmacher, der auf dem Brustmuskel unter der Haut implantiert ist, an der identischen Stelle wie ein Herzschrittmacher. Es ist auch ein Herzschrittmacher-ähnliches Gerät, nur der ist etwas größer als ein Herzschrittmacher. Der ist nun verbunden mit diesen Elektroden und man kann nun, alles liegt unter der Haut, hat eine sehr langlebige Batterie und man kann nun diese Elektroden, hier sehen Sie die einzelnen Pole, jeder hat 4 freie Pole, die man nun willkürlich und wahlweise in beliebiger Kombination nun über den Schrittmacher aktivieren kann. Was bedeutet das für mich? Leben wieder. Vorher war kein Leben mehr. Und ja, heutzutage nehme ich am Alltag wieder teil wie jeder andere. Ich konnte nicht rausgehen. Und das hatte ich schon seit 1988. Das war eine lange Zeit.